Rat, Post und Comments an meine Freunde und herzlich willkommen zur 27. Episode von Road to 70. Angst. Eine Emotion, die uns auf eine Gefahrensituation hinweisen soll, sodass wir sie besonders behutsam und aufmerksam bewältigen können. Diese Warnfunktion ist natürlich eine natürliche Reaktion des menschlichen Körpers. Unser Herz pumpt stärker, unser Herzkreislauf wird angeregt, unsere Nebennieren produzieren Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin, um halt hier dementsprechend die nötige Energie zu gewinnen. Außerdem nimmt unser Blut mehr Sauerstoff auf und versorgt hier dementsprechend unsere Zellen für die ATP-Generierung, sodass unser Körper mit seinen entsprechenden Funktionen besser aufnehmen kann und die klassische Fight-or-Flight-Situation besser bewältigen kann. Allerdings ist es halt auch so, dass der Körper nicht ständig auf 150% laufen kann. Irgendwann sind auch die Nebennieren erschöpft. Sie können keine Stresshormone mehr ausschütten und weil halt auch wir trotzdem chronisch unter Stress stehen, kann der Körper auch nicht andere wichtige Hormone ausschütten, um für unsere Erholung zu sorgen. Und die Folge davon, von chronischem Stress zum Beispiel, ist ja dann auch hier dementsprechend Depressionen, Angstzustände und sonstige Erkrankungen, die unsere Lebensqualität deutlich vermindern. Einerseits ist es natürlich gut, dass wir in unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr in der Wildnis leben und gegen Säbelzahntiger oder Bären kämpfen müssen und einfach täglich um unser Überleben in der Wildnis kämpfen müssen. Andererseits muss man auch sagen, dass sich diese Ängste sich ersetzt haben und andere Ängste, wie zum Beispiel Existenzängste wie Arbeitslosigkeit, mangelnde Rente oder eine schlechte Vergütung, sowie der Angst um Krieg, Terror oder die Angst vor Abneigung bzw. sozialer Abgrenzung in unseren Breitengraden sich sehr weit ausbreiten. Also wie können wir in unserer heutigen Gesellschaft den chronischen Stress bzw. auch den sogenannten kalten Stress besser bewältigen? Also zunächst ist es halt einfach wichtig, dass ihr mit jemandem über eure Angst spricht, jemanden, den ihr vertraut oder der halt bezüglich eurer Angst schon gewisse Erfahrungen gemacht habt. Sprecht einfach die Sachen, eure Gefühle offen aus und teilt einfach euer Leid mit jemand anderen. Der kann euch hier dementsprechend Hilfestellungen geben, seine Erfahrungen teilen und euch einfach Tipps geben, wie ihr eure Angst besser bewältigen könnt. Zudem ist es auch sehr entlastend für jemanden, wenn man mal seine Gefühle offen zeigt. Und ich persönlich finde auch, dass es kein Zeichen von Schwäche ist, auch nicht als Mann. Außerdem solltet ihr auch eure Angst konfrontieren und Stück für Stück an euch arbeiten. Also das heißt, verlasst einfach eure Komfortzone Schritt für Schritt und vergrößert sie stufenweise, sodass euch eure Angst nichts mehr ausmacht. Oder am besten ihr umarmt einfach eure Angst und akzeptiert sie einfach als einen Teil von euch, an dem ihr wachsen und gedeihen könnt. Ich meine, als Kinder, wo wir versucht haben, Fahrradfahren zu lernen und die Stützräder dann abmontiert worden sind, da sind wir vielleicht auch oftmals hingefallen, aber wir sind trotzdem immer wieder aufgestanden und haben, auch wenn wir Angst haben, erneut wieder hinzufallen, haben wir uns trotzdem wieder auf das Fahrrad draufgesetzt und so lange geübt, bis wir Fahrrad fahren konnten. Und es war dann einfach ein herrliches Gefühl, als wir dann Fahrrad fahren können, ohne Probleme und einfach die Freude an Bewegung hatten, oder nicht. Deswegen solltet ihr euch nicht verstellen und die Person sein, die ihr nicht seid, nur damit andere euch akzeptieren, damit ihr keine Abneigung bzw. soziale Abgrenzung erfahren müsst und euch dementsprechend eine Maske aufsetzt. Ich zum Beispiel habe vor meiner Rohkosternährung mich auch noch mit Fitness beschäftigt. Ich habe mich damals konventionell ernährt und ich war trotzdem mal von meiner damaligen Sicht eine doch sehr gesundheitsbewusste Person. Also das heißt, ich habe keinen Alkohol konsumiert, ich habe nicht geraucht
oder war sehr auf Feiern aktiv, weil es für mich damals sehr unlogisch war, dass ich als jemanden, der täglich Sport macht, einfach seinen Körper damit noch zusätzlich belastet. Ich habe damals auch sehr viel Abneigung deswegen erfahren. Da sind auch viele Leute zu mir gekommen und haben gemeint, ja, man kann noch mal eine Ausnahme machen. Den sogenannten Cheat Day kann man noch mal machen. Einfach eine Ausnahme am Wochenende mal saufen oder trinken, sage ich mal. Andere machen es doch auch und die sind viel muskulöser wie du. Solche Sprüche, beziehungsweise solche Gespräche habe ich. Musste ich mir auch mit anhören und jetzt auch mit meiner extremen Rohkostumstellung muss ich auch mit sehr viel Abneigung erfahren bezüglich den anderen Menschen. Es ist einfach für viele ungewohnt, sage ich mal, wenn ein noch dürrer Junge einfach einmal in eine große gelbe Zucchini beißt und einfach sein Essen genießt oder wenn ich halt dann auch starke Abneigung erfahre von anderen Menschen, wenn sie erfahren, dass ich veganer Rohköstler bin, dann muss ich mir auch hier dementsprechend heftige Sprüche zum Teil auch mit anhören. Aber ich sag mal, die wenigen Freunde, die ich noch habe, sind mir tausendmal lieber als 100 andere falsche Freunde, zum Beispiel auf Facebook oder auf anderen sozialen Kanälen. Auch heute habe ich noch sehr viele Ängste. Zum Beispiel kommt mir ab und zu mal die Angst hoch, dass ich erneut wieder in diesen Absturz gelange wie letzten Februar. Aber dann denke ich mir halt immer wieder an meine Erfahrungen und Fortschritte, die ich jetzt das letzte halbe Jahr gemacht habe, an die Liebe meiner Familie und die wenigen Freunde, die ich halt habe, sowie an euch da draußen, die mich halt stetig unterstützen. Es gibt mir einfach Kraft, weiter durchzuziehen und dadurch verpufft einfach meine Angst. Und ein Tipp, den ich halt auch für die Angstbewältigung euch geben kann, ist einfach, stellt euch einfach vorm Spiegel, atmet tief ein und lächelt einfach. Seid glücklich über die Person, die ihr seid und seid einfach froh, dass ihr die einzigartige Person seid, die ihr seid. Auch wenn jetzt jemand etwas anderes behaupten möchte und euch dementsprechend runterziehen möchte. Genießt einfach den Moment und seid einfach in dem Moment glücklich. Seid froh, dass ihr am Leben seid. Seid froh, dass ihr ein Dach über dem Kopf habt. Seid froh, dass ihr genug zu essen habt. Seid froh, dass ihr Freunde habt, Familie, die euch liebt. Sucht euch einfach irgendwas aus und seid einfach glücklich. Das ist eigentlich nicht schwer und es hilft auch wirklich sehr, euch bei schwierigen Situationen einfach besser durchzukommen. Ach ja, so nebenbei, in den Massenmedien wird uns bewusst, Krieg, Terror, Hass und die schlechten Dinge im Leben gezeigt, damit uns einfach suggeriert wird, dass die Welt schlecht ist und gefährlicher als vor 40, 50 Jahren. Was sie eigentlich nicht ist. Daher, nimm dir einfach die Zeit für die schönen Dinge, geh raus, genieß die frische Luft, die Natur, meditiere und mach auch immer, was dir Spaß macht. Zum Beispiel wie ich, Videos produzieren. In dem Sinne, spasiba za prosmotrit und wie immer wünsche ich dir eine angenehme und schöne Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.